Ganz kurz und knapp, ich habe einen Moppel bekommen, eine Kettensäge, eine McCallum FM35A, glaube ich. Ich nehme sie zum ersten Mal in Betrieb und hier habe ich nochmal gezeigt, oder ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Gut, das eine oder andere habe ich euch nicht gezeigt, wie man zum Beispiel in so ein kleines Pinöppelloch, so ein kleines Loch, den Sprit reinschüttet. Dabei habe ich natürlich eine Dusche übernommen. Witzig. Und ich habe Hilfsmittel genommen, aber dafür will ich mir noch Trichter besorgen, weil mit diesen dicken Dingern von diesen Benzinkanistern komme ich da nicht mit klar. Außerdem kippe ich das meiste daneben, das ist scheiße, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, wie man so im Großen und Ganzen ganz kurz eben mal so ein Moppel, so eine McCallum FM35A in Betrieb nimmt. Viel Spaß. Ja, erste Betriebnahme brauchst du natürlich hier. Kettenöl. Ne, vor die Kette. Kommt da rein. Sprit kommt dann da rein. Und weil es ja Zweitakt ist, brauche ich super Zweitaktöl. Ich habe da schon mal einen Kanister vorbereitet mit 20 Litern Superbenzin. Und da gebe ich es dann rein. Da muss ich den ordentlich mischen mit dem roten Zeug. Dann gießen wir das da mal rein. Tülülülü. Und stellen gleich fest, Kacke. Ist voll. Reicht nicht. In meinem Fall 20 Liter mit 400 ml Zweitaktöl. Alter. Wieso ist denn das Zeug rot? Jetzt gilt es, den da zu schütteln. Natürlich macht man den Kanister vorher zu. 20 Liter schütteln. Reicht Schnauze voll. Und wenn wir jetzt mit diesem kleinen Schnüppeldiwupps, der da drauf kommt, das Loch treffen soll, ist mir einzig und artig schleierhaft. Na, wollen wir mal. Was habe ich nicht richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Richtig. Augenschutz, also so eine, ne, für die Augen eine Maske auf, Gehörschutz und eigentlich auch schnittfeste Kleidung. Bremse ist drin, Schok ist draußen, Strom ist an. Kennen Sie sie mit Smiley? Sollte man auch auf die richtige Kleiderwahl, Gehörschutz, Augenschutz aufpassen. Als kleiner Hinweis, das, was ich gemacht habe, diente zur Inbetriebnahme, nicht zur alltäglichen Nutzung. Dazu braucht man dann die vernünftigen Kleidung und Hilfsmittel. Also dran denken, sonst fehlt irgendwann mein Körperteil. Das wollen wir hier nicht. Ich werde euch auch im Sommer dann nochmal viel, viel mehr zeigen, wie man damit auch dann so ein bisschen nicht die Ehefrau zerteilt, sondern das Haus. Holz, Holz, Holz vor der Hütte, Holz.